So, wir kommen zum internationalen Konsolenspiel. Ich wusste ja nicht, dass ihr diesen Computerspielpreis hier vergebt. Ich habe davor vor 2 Jahren irgendwie was von erfahren hier, dass der Neumann Bernd einfach mal gesagt hat, komm, wir hauen hier mal so einen Preis raus. Dachte ich vor 2 Jahren spontan, na dann gute Nacht schon, Boy. Ich bin heute auch hier, weil ich gemerkt habe, dass Spiele, ja, irgendwie ist ja noch so ein Schattendasein, ne? Wenn ich jetzt als Promi sage, ich spiele gerne, kommt die Reaktion eigentlich gleich, als wenn ich sagen würde, ich habe gerne Sex mit 100-jährigen Frauen, die seit 12 Jahren tot sind. Das ist das Gleiche. Ich wollte, da ist ein Opfer dabei. Ich wollte, weil ich international spiele, ich bin jetzt auch nicht hier, weil ich jetzt hier gleich mit einem dicken Scheck nach Hause hier nur die Kohle abgreife. Ich bin wirklich Spiele-Fan. Nominiert ist auch gleich Assassin's Creed 3. Wollte ich mich kurz noch negativ über auslassen. Leute, nee, lass mich mal, ich gehe von meiner Zeit ab. Ich habe eine gute Zeit. Lass mich jetzt hier alleine auskotzen. Ihr könnt es nachher machen. Ich bin Fan der ersten Stunde. Ich habe mir ein drittes Spiel, habe ich mir bestellt. Ja, ich habe es mir online bestellt, weil ich viel unterwegs bin. 31. Oktober war Ausgabetermin. Ich habe mir das zur Packstation schicken lassen, damit ich das, also jetzt am 1. 2. November hätte ich es gehabt. Ich war auf Tui gewesen und ich wollte nach Hause kommen, sofort das Spiel auspacken. Jetzt folgendermaßen, jetzt haben die, das ist kein Scherz hier, Freunde, das ist jetzt ernsthaft. Am 2. November hat die Packstation das System umgestellt, dass du nicht mehr mit deiner goldenen Karte und deinem einmaligen PIN, den man hat, das reinsteckt, das Ding rausholt. Nein, SMS war aber nicht freigeschaltet. Jetzt stand ich vor der Packstation, hatte die Möglichkeit, das Spiel, wo ich Jahre drauf gewartet habe, raus, ich hätte reinballern können, die Scheiße. Das hört nie. Ich stehe davor, versteht so, das hat eine Woche gedauert, bis ich diesen Scheiß, ich habe angerufen bei der Hotline, habe gesagt, ich habe hier das Spiel, ich will es abholen. Na ja, nehmt euch den PIN ein. Ging nicht, weil ich nicht umgestellt war, das hat eine Woche gedauert. Und jetzt, Leute, wir sind hier im Bereich, wo nicht lustig ist. Es ist kein Scherz, mir soll die Nase lang wachsen. Mir ist das Internet eingestürzt und jetzt war es ja ein faules Ei. Es ist ein Krieg, war ein faules Ei, weil man musste das upgraden und so. Mein Kumpel Christian hat gesagt, online, musste online gehen. Konnte ich aber nicht, weil der Elektriker vor 5 Jahren in meiner Wohnung wesentlich einen epileptischen Anfall gekriegt hat. Das ist kein Scherz, Freunde. Ich mach eine Stube, das Licht an, dann geht irgendwie die Waschmaschine. Das ist egal. Was ruft? Ich will das Spiel in der Hand gehabt, das heilige Spiel. So, will, alle sagen zu mir, online, musst du online. Ich so, ja, hab ich nicht. Ich weiß auch nicht, wo online ist, sonst könnte ich zu online hingehen, hier eine Kiste vollpacken und eine Wende kippen. Hatte ich nicht. So, die Minute ist vorbei, da der Regisseur schließt sich deinen Kopf. Scheißegal, das ist ein wichtiges Thema, Computerspielpreis. Jetzt habe ich das Spiel. Videosequenzen, wir sind jetzt beim Spiel. Das dauert noch eine Dreiviertelstunde, bin ich durch. Das vorhin bei der Laudatio hörte sich ja sehr professionell an mit Assassin's Creed. Was spielt denn sonst noch aus Assassin's Creed? Ich habe jetzt wirklich durch Zeitmangel, habe ich jetzt länger nicht mehr gespielt. Aber Assassin's Creed war wirklich, ich gucke jetzt einfach irgendwo hin, ja, weil mich das so dermaßen blendet, dass ich nicht weiß, wo du überhaupt stehst. Die Anno-Reihe fand ich sehr gut. Das fand ich auch gut. Da hätte ich mich aufregen können, dass diese Future-Situation da gekommen ist. Dass das nicht mehr Mittelalter spielt oder 15. Jahrhundert, was war das? 1496, 152, verbringe ich jetzt ein bisschen durcheinander mit den Siedlern. Aber jedenfalls, dass es in der Zukunft spielt, das fand ich nicht gut. Was hat euch gestört? Ich rege mich auch gerne auf. Welches Spiel begeistert dich denn? Ich habe jetzt gerade, das hast du jetzt nicht mitbekommen, den Mann von Ubisoft kennengelernt. Der nimmt das kollegial. Ich freue mich auf das 4. Spiel. Was steht als 6. an? Welches Spiel? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Überblick mehr. Ich habe wirklich jetzt seit 3-4 Monaten gar nichts mehr gespielt. Ich habe aber von meinem Kumpel Christian jetzt mitbekommen, dass neue Spiele kommen. Und PC Games Leser, ernsthaft? Oder pcgames.de? Ich lese das oft, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel längere Strecken habe, jetzt zum Beispiel mit der Bahn irgendwie, ich muss jetzt bald wieder nach Bochum zum Beispiel, dann fahre ich immer meistens am Hauptbahnhof los und decke mich dann ein. Und PC Games ist auch mit dabei. Das hören wir sehr gerne. Dann noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Videosequenzen im Spiel ist super. Mache ich immer, weil es ist eine ehrenwerte Kunst. Programmierer, die können sich dann wissen, wenn sie alle fertig haben, ihn von der Palme schütteln da drauf. Guck ich doch an, wo man weiter skippen kann. Nein, ich sage, es ist ein ehrenwerter Beruf. Assassin's Creed, ich habe gezählt. Ich bin jetzt, wissen, ich habe jetzt 4 Tage gespielt. Ich bin bei 180 Videosequenzen. Weggedrückt, ist doch klar, musste wegdrücken. Und dann irgendwann, wann ist das der Soldat da? Wie heißt das? Kennst du das Spiel? Warum bist du denn hier? Sprecher bitte, hier habt ihr, versteht mich ja nicht, was? Weil er spielt von einem. Das dauert unheimlich lange, bis das in Fahrt kommt. Irgendwann dachte ich denn, jetzt müsste das Spiel zeitlich eigentlich schon vorbei sein. Man mutiert dann zu einem Indianerjungen. Man ist ein neu. Kennt ihr das Spiel überhaupt? Oh ja, selbstverständlich. Bitte? Ja, logisch. Ja, genau. Also, spreche mit dir. Irgendwann ist man ein kleiner Indianer. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Was ist das? Ich habe einen harten Beruf. Wenn ich nach Hause komme, will ich Dampf ablassen. Aber nicht als kleiner Indianerjunge. Wir spielen Indianerjunge. Räuber und Gendarmen spielen. Räuber und hier Indianer. Cowboy, ich war immer Indianer gewesen. Ich habe nichts gegen Indianerkinder. Aber nicht in dem Spiel. Wenn ich Bock habe auf Indianerjunge, dann mache ich mir ein Tellerchen voll mit Butterkeksen, heißem Milch mit Honig. Setz mal vor die Glotze und such mir alle Folgen von Jakari an. Aber nicht für ein Spiel, was 65 Euro gekostet hat. So, ich mach jetzt hier Schluss. Ich wollte mich noch auslassen über Astragon GmbH. Ja. So, heißt mal Sidney, ich weiß. So, wir kommen jetzt zu den nominierten Lara-Preis-Festes von Jürgen Spiel.